Hi, willkommen zu einem neuen Part Trials of Mana. Letzten Part haben wir Billy und Ben erledigt. Sehr zum Unmut von Hawkeye. Das waren halt seine Freunde. Und haben den sechsten Elementgeist bekommen, Salamander. Und jetzt müssen wir wieder die Wüste durchqueren, um quasi zurückzugehen. Damit wir wieder ans Wasser kommen. Um zu Wusker zu machen. Wir müssen nämlich in den Dämmerwald. Da ist Elementgeist Nummer 7. Oh, jetzt hat er sich kurz vor Tod noch wieder verwandelt. Sorry about that. Oh, is it over? That's disappointing. Aber wir können ein bisschen abkürzen. Wenn das möglich ist. Müssen wir mal gucken. Unbedingt abkürzen möchte ich auch nicht. Erfahrungspunkte und so. Aber ich glaube, sie sind, glaube ich, ganz gut dabei. Und wir müssen noch zwei Elementgeister finden und dann kriegen wir die Möglichkeit, diese Klassengegenstände zu finden, die uns Klasse 3 ermöglichen. Bis auf Level 38 werde ich dann, glaube ich, sein, wenn ich die finde. Und dass er hier in Treibsand ist, das ist ein bisschen kacke. Ah, er ist weg. Aber der Golden ist noch da. Es dauert immer etwas länger, die Platz zu machen. Was? Warum lebt er noch? Was machen Charlotte und Hawkeye die ganze Zeit? Nur mit der Gegend angucken? Warum heilst du mich, by the way, Charlotte, nicht? Hast du Besseres zu tun, oder was? Wenn du die Gegner platt hauen würdest, dann würde ich das ja verstehen, aber du machst ja gar nichts anscheinend. Ich hätte es cool gefunden, wenn es in der Oase da einen Platz für Wuskaff gefunden wäre. Und man hat ja, als man in der Flammenschlucht war, hat ja Niccolo mit einem Pfeil auf Bella Verna geschmissen und dann hat sie Jessica, hat er Jessica in Sicherheit gebracht und er sagt, er geht nach der Stadt hier hin. Aber ich habe das schon mal in anderen Spielstand überprüft. Der hält sich da gar nicht auf, also den findet man da gar nicht. Ich hätte gedacht, dann könnte man ein bisschen Story-Input bekommen. Ja, natürlich, kurz bevor er verreckt, verwandelt er sich. Aber nee, Niccolo und Jessica, die findet man da gar nicht. Hä? Ach, da lebt noch jemand. Da können wir, glaube ich, ein bisschen abkürzen, wenn wir hier lang laufen. Oder so viel kürzer ist es, glaube ich, gar nicht. Ah, ich glaube, ich hätte den anderen Weg genauso gut gehen können. Naja, ist auf jeden Fall egal. Komm, mach die einfach weg. Okay.
Let's hurry along. So, jetzt sind wir schon fast wieder bei der Anfangsstadt. Hier können wir mal ein bisschen abkürzen, würde ich sagen. Denn wenn wir nämlich da bei der Kiste runterspringen, sind wir schon fast da. Das ist ganz, ganz super. This ought to help. Leave this one to me. Easy peasy. You wish you never crossed paths with us. Dann können wir uns Richtung Dämmerwald gleich mit Buskasse aufmachen. Ist auch, glaube ich, gar nicht ganz so groß. Also der Teil, wo wir hin müssen, der Dämmerwald an sich ist, glaube ich, etwas größer, aber da müssen wir nicht hin. Den hat, wenn man Kevin spielt, hat man auch einen Großteil davon schon gesehen, aber wir spielen halt Kevin nicht. Daher ist das egal. Man kommt halt dahin, wo man hin möchte, relativ früh. Und wie das halt so in neuen Gegenden übrig ist, werden wir gleich zu Beginn ein kleines neues Städtchen finden, was ja nicht so wirklich Relevanz wieder hat. Ich habe ja gedacht, wenn man Kevin spielt, weil das ja in der Nähe vom Biestkönigreich ist, kriegt das ein bisschen mehr Relevanz, aber ne. Hat wieder einfach nur den Sinn, neu ausrüsten und das war's. So, wie komme ich denn da am schnellsten jetzt hin? Dieser fucking Ohrwurm, ey. Da muss ich hin. Das heißt, ich muss einmal komplett rum. Okay. Count on you, Vuskov. These fins seem so strong. I'm worried. They ja, das sind ganz liebe. Aber die fressen bestimmt kleine Kinder. Bestimmt kleine Kinder, die vor allem kleine Kinder, die ein bisschen nervig sind. Also schade, du benimmst dich lieber am besten. Achso, das ist Yard. Wollte gerade sagen, wo lande ich da denn, wenn ich da am Land gehe? Es tut mir leid, Leute. Ich will gar nicht mit so Mama. Es brennt sich einfach in den Kopf rein. Man sträubt sich dagegen, aber kann nichts dagegen tun. Man macht es einfach. Deswegen bin ich froh, dass wir, glaube ich, nicht ganz so viel Zeit mit Vuskov verbringen. Ansonsten würde ich das gar nicht mehr aus dem Kopf rauskriegen. Oh Gott. Die ist aber auch sehr einprägsam. When we heard beastmen lived here, but they aren't doing any harm. The townsfolk seem friendly. Ja, die Leute hier, die sehen auch nicht wirklich nach Beastmännern aus, finde ich. Ja, okay, vielleicht ein bisschen diese Ohren und sowas. Ah, die man schon vorher getroffen hat, die sehen halt noch etwas anders aus. Irgendwo hier ist ein Kaktusmann. Das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht, ich glaube, ich habe ihn schon gesehen, ne? Jupp. Okay, dann kriegen wir jetzt gelegentlich zweifache Erfahrung. Das ist halt random.
So, gucken wir mal, was wir als nächstes kriegen würden. Es dauert nur noch halb so lange, aus dem Kampf zu fliehen. Das kann ich so für den Playthrough so gar nicht gebrauchen. Wenn ich einen Kampf habe, nehme ich die Gegner halt einfach immer mit. So. Auf jeden Fall gibt es hier neue Ausrüstung. Mal gucken, wie teuer. Welcome. Lots of wares to browse. 4000, ja. Ich habe ein bisschen Geld hier angehäuft mittlerweile in der Wüste. Ooh, exciting. I have an eye for quality. So. Come again. Der Rüstungsspaß wird wahrscheinlich genauso teuer. Lots of wares to browse. This is good quality. Good work. Aber die 10% Rabatt, die lohnt sich schon, ne? Das Mummigewand würde, glaube ich, sonst 3000 kosten. Come again. Also ohne den Rabatt Kaktus wäre ich, glaube ich, schon wieder auf null. So, habe ich den einen oder anderen Samen? Ja, 10 Stück. Sternkraut. So. Gibt es hier was Nützliches? Teufelchenauge, Schokolade, Engelskelch, Heilkraut, Flammenmünze, Amtsdauer, Schokolade, Schokolade, Dreidenbürste. Sagen wir mal so, 50% ist ganz in Ordnung. Kann ich was mit anfangen. So. Welcome. Dann ruhen wir uns mal bis zum Abend aus. Und begeben uns in den Dämmerwald. Charlotte scheint Angst zu haben. Aber ich bin bei dir. Kannst ruhig mitkommen. Ja, hier gibt es natürlich Hundegegner, wenn die Beastmänner schon in der Nähe sind. Moonstone is definitely in this forest. Careful. Ja, der ist sogar relativ nah, der Zielpunkt, wo ich hin muss, da rechts. Beastmen here like humans. Den unteren Teil des Waldes werden wir uns gar nicht angucken. Den lernt man halt kennen, wenn man mit Kevin das Spiel startet. Also man kann da, ich glaube, einen Kaktusfranz finden und die ein oder andere Kiste mit Inhalten, aber Story-Relevanz hat das halt nicht. Mein, apropos Kaktusfranz, da oben ist einer. Den hole ich mir, wenn ich den schon entdeckt habe. Der untere Weg des Waldes, der führt einen halt zum Eingang vom Beastkönigreich. Und wie das schon bei Athena und Neval der Fall ist, kann man diese Reiche nicht betreten. Also macht das auch gar keinen Sinn, da unten hinzulaufen, außer man ist richtig scharf auf die ganzen Kisten. Oh Mann, ey. Bin ich zu blöd, den Baum hochzulaufen? So, geht doch. Mit Kevin würde es, glaube ich, sogar ein bisschen Sinn machen, dahin zurückzulaufen, wenn man Kevin in der Gruppe hätte. Weil ganz am Ende des Waldes findet man was Bestimmtes, was mit den Ereignissen aus Kevins Rückblick zu tun hat. Aber da Kevin hier nicht in der Gruppe ist,
macht das halt keinen Sinn. Ich muss das mal ausprobieren, ob er da irgendwas Interessantes von sich gibt. Weil das, was man findet, das ist quasi der Grund dafür, dass Kevin Lo auf die Reise hier geht. Aber wir machen ja noch einen wahrscheinlichen Stream, wo wir dann die anderen drei Charaktere mitnehmen. In schwierigen Modus. Bin ich schon sehr gespannt. Weil es wird sowieso schon schwerer. Weil Angela kann zwar zaubern, aber nur offensiv zaubern. Resi ist eine reine Supporterin, aber ohne Heilzauber. Und Kevin kann man halt so einen übelsten Angreifer machen, dann lernt er auch keine Heilzauber. Und man kann ihn noch etwas anders entwickeln, das habe ich noch nicht ausprobiert hier im Remake. Das werde ich dann tun, weil dann lernt er Heilzauber und auf die bin ich angewiesen. Aber ich weiß nicht, wie stark sein Geistwert ist, weil das eigentlich Austeiler ist. Also ist die Frage, wie gut der heilen kann. Bin ich sehr gespannt drauf. Kann sein, dass vielleicht schwieriger Modus nicht so eine gute Idee ist, aber... Ich glaube, das packen wir trotzdem. Hä? Wo ist der Letzte? Da. Apropos, mir fällt es gerade auf, durch den Level-Up, ich habe hier einiges schon, ja, 7 Punkte. Wir können ein bisschen investieren. Das ist, glaube ich, nicht schlecht, die Säbelstärkung. Was ist Aufladung? Erhöht den Schaden von Aufladungsangriffen um 30%. Okay, finde ich jetzt nicht ganz so geil. Eis- und Flammensäbel können wir hier lernen. Und die Siegesal. Stellt noch besiegen, also das ist gut. Das ist sehr gut. Die rüste ich auch gleich auf. Wo ist sie denn? Siegesheilung war das, ne? Stellt nach dem Siegen von Gegnern 10% der TP wieder her. Das ist sehr, sehr gut. Das entlastet Charlotte etwas. So, was geben wir dir? Stellung halten, Abfang, Ausdauer. Hinterhalt 2. Erhöht den Schaden den Gegner zugefügt, die den Spieler nicht anvisieren um 15%. Komm, wir machen das glückvoll. Oder hat der irgendwelche Fähigkeiten? Achso, ja, stimmt. Unter Intelligenz, aber da war es ja so, dass ich die Zauber für nicht so doll angesehen habe. Ja, Einschlafen und Formwandel. Also, wenn ich Angela in der Gruppe hätte, würde Einschlafen vielleicht Sinn machen. Weil wenn man mit Zauber angreift, wachen Gegner nicht auf. Aber so, glaube ich, bringt mir das nichts. So, Defensive 2, Ausdauer, knappe Sache, Auto-TP-Peilung. Stellt im Kampf alle 5 Sekunden 1% der TP wieder her. Das hört sich doch gut an. Also, jetzt hat er sogar was frei. Auto-TP-Heilung. Zack. Ich glaube, wir sind gleich schon da. Ja, genau. Also wenn man den unteren Weg nicht geht, dann ist der Wald gar nicht so groß. Hier lernt man jetzt auch endlich die dritte Bedrohung kennen. Da war also hier dieser Nah, der mit Charlotte zu tun hatte. Der ist ja außer dem Rückblick von Charlotte noch gar nicht vorgekommen.
You had no chance of defeating me! Oh, that was satisfying. Oh, don't bother with those pesky Altanans. I'll take care of this mess. Ludger, please do return to the palace. Yum, yum. What a veritable feast of souls for me today. Oh, delicious, delicious. I'd love to gobble them both up, but I suppose I must send one off to the Masked Mage. Our stores have run low, after all. We need many more souls to perform the forbidden magic if we intend to open the portal to the Sanctuary of Mana. Can't let my master know that I'm taking my own share of the spoils. If it isn't the no-good Prince of Herolia. Have you returned home so soon? Lies! You lied! Said I could bring Carl back to life! Fool! You are the one who fell for the falsehood! Such an innocent soul. You must taste sublime. Oh, I'm so glad I turned that wolf pup Carl against you. Can't move! I think you'll be my midnight snack. Shall I finish you off? Just like your friend, Carl. Ha! Finish you off in one gulp. Stop! Have you no manners? Can you not see you're interrupting my meal? Ah! You! You are the weirdo who stole Heath away! Where is Heath? Where did you send him? Give him back right now, you! You meanie! Ah! Where did this pipsqueak come from? Oh, wait. You were that twerp hanging around that fellow from Wendell. he's fine, dear. Huh? Then where is he? Well, by... fine. I mean, we've poisoned him with dark energy. Now he works for my master, Masked Mage, as the evil priest Tainted Soul. Oh, I just knew he had potential. Now Tainted Soul is second only to me in power at my master's court, Mirage Palace. That can't be Twill! Not Heath! No! Ah, I don't have time for crying babies. You can join the princeling in my belly. Wait! I'll take care of them. I thought I saw that half-beast man traitor Kevin in the forest. I am not letting him get away from me! First, I'll get rid of this filth. You can help me warm up for the main events. Lovely. Be my guest. Hey!
Okay, wir kriegen es mit Lucha zu tun. Oder Lucha. Der hat quasi die gleichen Fähigkeiten wie Kevin, muss man sagen. Der kann sich halt nachts in einen Werwolf verwandeln und hat auch die gleichen Spezialattacken, sage ich mal. Aber ob er gegen uns eine Chance hat, wird sich doch zeigen müssen. Sorry about that. I'm on the job. Sorry about that. Come get me. Wer da hat? Wer? Okay. Oh, scheiße, jetzt ist er weggesprungen. Ich wollte gerade sagen, er hält ordentlich aus. Der Angriff ist komplett ins Leere gegangen. Na, wo ist denn meine Heilkugel? Da. Da der mit Mondmagie agiert, wenn überhaupt, weiß ich nicht, ob der irgendeine Elementarschwäche hat. Deswegen werde ich mal keinen Säbel ausrüsten. Jawohl, jetzt können wir auf ihn drauf preschen. Was er benommen ist, ist sehr gut. Das hat jetzt richtig gut was gebracht. Ich finde auch, das ist einer der leichteren Bosse. Weil so viel Schaden teilt er jetzt nicht aus. Das kann man, glaube ich, wenn man keinen Healer in der Gruppe habe, super mit Bonbons heilen. Beziehungsweise Schokolade. Hat man, glaube ich, keine Probleme damit. Okay. Blast it. Oh, er ist erschöpft! Auf ihn drauf dreschen! Seine Aura ist erschöpft, so jetzt kommt sie neu. Nee, er ist jetzt benommen wieder! Das sollte es auch gleich schon gewesen sein. Okay. What a waste of time. Dodge this! Swallow throw! Ja, genau so möchte ich den Angriff von Hawkeye sehen. Okay, da hat er mich jetzt gut geahnt. Aua. Okay, wenn er in diesem Berserker-Modus ist, dann macht er schon guten Schaden. Aber das war's mit ihm. Alter, 10.000. Nett. Luger? Kevin, I always hated you. Born a prince and specially trained in hand-to-hand combat by the king himself since you were young. Luger? I wanted the king to teach me what he taught you so badly. I loathed you and your good fortune. In the end, I was just another beast guard. Nothing more, no matter how hard I wished. But you hated fighting. All that talent wasted. I couldn't forgive that. You had everything I wanted and you didn't even care. I wasn't gonna lose to such a worthless prince. And yet... Luger, you are strong.
strong enough to be king. Same as me. Thanks, Kevin. Just keep getting stronger. Maybe in my next life, I'll be able to defeat you. Don't you dare lose before then. Yes, I've been waiting for your arrival. I will grant you my power. Well, dann hätten wir das, wofür wir hier sind. Luna! Help Ludger! Please, help! I'm afraid all I can do is grant his final wish. The only way to save him is to give him another chance in his next life. He will now be reincarnated. What? Baby is Ludger? Yes. He will grow big and strong, and one day come to challenge you again. Okay. Baby Ludger. I'll wait. Challenge me anytime. Is he going to be okay in the forest all alone? He's just a baby. Oh. Babies are raised in the wild. The forest creatures take care of them. Until they are grown. Don't worry. He is safe. It is the Beastman way. Where is the Mana Stone, Luna? The Moonstone is on the first floor of this tower. Mages from Altaena came to try and activate its power, but Ludger and his guards managed to protect it. It's still inactive! But that weirdo Goramon from before is in the tower now. We should go after him. Just in case. Yeah. I will stay nearby. Der möchte ihn bestimmt auch aktivieren. Keep other beastmen away from here. Good luck. Wie das alle drei Fraktionen wollen. Aber das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch bitte einen Daumen da und bis zum nächsten Mal. Ciao!